Ciao zusammen, letzte Woche habe ich geredet über den Film Mank, der jetzt neu auf Netflix ist, und dort wird ja Geschichte erzählt, wie der Film Citizen Kane von 1941 entstanden ist. Und jetzt habe ich mir natürlich diese Woche den angeschaut, Citizen Kane, und würde jetzt gerne darüber reden. Citizen Kane ist von Orson Welles und eben das Drehbuch zusammengeschrieben mit dem Herman Mankiewicz. Und die Schauspielerinnen sind der Orson Welles, der gerade selber der junge Charles Kane spielt, Joseph Cotten, wo spielt Jedediah Leland, der Kollege von Charles Foster, zumindest in den jungen Jahren, und Dorothy Kamingor, wo Susan Kane spielt, die zweite Ehefrau, wo vielleicht gar nicht so gut die Sängerin ist, wie es der Kane meint. Jetzt, um was geht es in dieser Geschichte? Also es geht um einen amerikanischen Industriellen, wo sich ein Imperium aufbaut, vor allem Zeitungen, die er sich kauft, und aber auch sonst Unternehmen. Und dann, über die Jahre, verliert er nach wie vor das Imperium. Jetzt zuerst, also der Film ist von 1944, es ist schwarz-weiß, es ist 2 Stunden lang, hat er mich jetzt unterhalten, ja, weil er ist eben sehr unterhaltsam, es ist alles sehr gut gemacht und sehr gut gedreht und auch die Cinematografie ist wunderbar und also man kann sagen, obwohl der schon so alt ist, steht dem nichts noch an neuen Produktionen. Jetzt haben wir natürlich gefragt, ja, warum kann man den Film schauen? Natürlich, weil das Thema zeitlos ist, das der Film aufgreift. Und zwar eben erzählt das Geschichte von dem Charles Kane, ein Mann, der eben seinen Platz in der Welt sucht, der eine Karriere will machen, der sich dann aber auch ein Imperium aufbaut, wo alles erreicht eigentlich, was er in seinem Leben hat wollen. Und am Schluss ist er dann eben gleich nicht glücklich. Und das ist sicher genau noch so aktuell wie damals in 1941. Und eben, ja, warum ist er nicht glücklich? Ja, er hat eben immer für sich selber geschaut. Und jetzt hat er am Ende eben der Kane, der Charles Kane, hat am Ende niemand mehr, der sich um ihn kümmert. Er hat seine Ehefrauen nicht mehr. Die wollen nichts mehr von ihm wissen. Am Schluss hat er nur noch das Personal, seine Villa. Und alle die Statuen und Schmuck und Bilder, die er sich angeschafft hat, die ihn umgeben, aber keine Freunde und Familie mehr. Jetzt hat mich der Film Citizen Kane erstaunlicherweise erinnert an etwas, was ich letztens auf Netflix gesehen habe, nämlich Dokumentation, eine vierteilige, über den Donald Trump, die heisst Trump, an American Dream. Und ich finde tatsächlich, die Parallelen sind unglaublich, weil es geht auch um einen jungen, charismatischen Mann, der sagen wir, einen kleinen Vorschuss von seiner Familie, von vererbtem Vermögen, vererbten Unternehmungen, sich einen Namen schafft in New York. Und beide sind in New York, sowohl der Kane wie auch der Trump. Beide haben zudem mehrere Ehefrauen und auch beide bauen sich einen Palast. Eben, wie wir wissen, der Trump hat Mar-a-Lago in Florida und der Kane hat jetzt das Schloss Xanadu, wo er sich dort baut und er dann dort eben einsam stirbt. Jetzt auch eine Parallele ist, beide versuchen sich eben in der Politik, wenn wir wissen, der Trump ja ganz erfolgreich, mit dem er Präsident geworden ist, und der Kane, der will dann eben im Film Gouverneur werden von New York, nachdem er sich am Namen als Unternehmer gemacht hat. Da kommt jetzt aber auch eben der grosse Unterschied zwischen diesen zwei, nämlich der Kane, der verliert dann seine politische Karriere wegen einer Affäre, wo dann bekannt wird, dass er die hat mit einer jungen Frau. Und wenn das rauskommt vor den Wahlen, hat er quasi schon verloren. Es ist klar, den kann man nicht mehr wählen. Alle Zeitungen schreiben unwählbar, sogar seine eigene. Und ja, wir wissen ja, wie es beim Trump rausgekommen ist. Der hat auch Affären gehabt, wo man gewusst hat, zum Beispiel sogar mit dem Pornostar, mit der Stormy Daniels, wo ihm aber im Gegensatz zum Kane eigentlich nicht geschadet haben, zum gewählt werden oder auch nicht zum irgendwie seinen Job verlieren im Weißen Haus. Also die Frage ist jetzt, warum haben der unterschiedliche Weg gemacht, die zwei Personen? Also erstens eben, Citizen Kane ist keine wahre Geschichte, sondern eine erfundene Geschichte, die zwar anlehnt an den, William Randolph, auch ein Media-Mongol, anfangs der 20er Jahre. Jetzt, Trump ist aber natürlich Realität und ist kein Film, das ist mal der erste grosse Unterschied. Und der zweite ist dann aber auch, die Welt hat sich stark verändert, von eben 1930er Jahren
bis zu 2020. Vielleicht ist jetzt damals ist das noch ein absolutes No-Go gewesen, so eine Affäre. Heutzutage ist das eine ganz andere Welt, eben auch rein von der Wert. Schlussfolgerung, Moral von dem Film Citizen Kane: Wenn man nur für sich selber schaut, hat man am Schluss auch nur noch sich selber. Das ist, was ich jetzt hier mitgenommen habe aus dem Film. Und was sehr eindrücklich zeigt und wo ja doch zeitlose Moral ist. Also, wenn euch jetzt die Filmkritik gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Gefällt mir und abonniert den Kanal. Abonnieren. Und dann mache ich jetzt eine kurze Pause über Weihnachten und bin dann wieder zurück im neuen Jahr. Wenn dann hoffentlich wieder neue Filme veröffentlicht werden, ob es dann auf Netflix ist oder im Kino, ist egal. Also, danke, dass ihr zugeschaltet habt und bis zur nächsten Videokritik. Ciao, ciao.